Würde das das ein bisschen schöner machen? Guck mal. Was meinst du? Vielleicht anstatt mit Kobbel, Clean? Mit diesem gebrannten Stein, weißt du, diese Steinziegel, würde sich schimpfen. Ah, ja, damit haben wir noch gar nicht gearbeitet, ne? Dazu müssen wir aber natürlich erstmal clean machen, ne? Machen wir erstmal Eisenerz. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Ein bisschen? Ja, ein ganz kleines bisschen. Boah, was wir hier für ein Bräu drin haben. Ich glaube, wir sollten mal Truhen machen und das ein bisschen aufteilen, ne? Ach, Quatsch. Aufteilen. Einfach eine neue Truhe ransetzen und den nächsten Kram da rein. Ja, sonst haben wir aber gar keinen Überblick mehr. Ach ja. Ist halt Mittelalter, da wird halt rumkaschiert. So, wie sieht das denn hier aus? Ist hier mal ein bisschen was zum Kloppen da? Hier kommt nix, ne? Die wollen nicht. Die haben Angst. Ja. Haben Angst vor uns bekommen. Schade, dass ich das Schwert von dem Zombie nicht bekommen habe. Das hätte ich gern gehabt. Ey. Das war ein Eisenschwert. Ja, das ist das, ne? Die können das hier einem droppen, ne? Müssen aber nicht. Die Goldrüstung, ne? Von dem Skelett, was du bekommen hast. Aha, du hast daneben geschlagen. Geschossen eigentlich. Ich will hier wieder rauskommen. Ah, das ist natürlich auch eine brillante Idee. Den Turm noch so ein bisschen als Thronraum zu benutzen. Ja, ich habe gedacht, das fällt nicht so auf. Ja, wer lässt doch seine Schätze einfach so rumliegen, ne? Ja. Kann man ja noch eine Truhe reinpacken. Na, da können wir ja genug reinpacken. Jetzt haben wir ja zwei Doppeltruhen. Hast jetzt noch eine gebaut? Übertreiber. Ja, nicht. Oh, das Getreide kommt langsam. Ja, ich würde jetzt nicht zu viele Truhen machen, also. Muss ja nicht so wie bei uns in der LP-Welt sortiert sein. Ja. Aber bald haben wir das erste Getreide. Ja? Mhm. Ich werde jetzt aber die Pflastersteine mal reinhauen. Anstatt dem Eisen. Wir haben jetzt genug Eisen, glaube ich. Erstmal. Wo auch immer du das jetzt hingepackt hast. Ja. Naja. Ich behalte mal ein bisschen Eisen mal für mich, damit ich immer direkt Sachen bauen kann. Auch immer ein bisschen Kohle dabei haben. Eine Workbench packe ich nochmal hier mit rein. Essen. Ist hier noch Essen drin? Da ist Essen drin, ja. Muss ich mir auch mal wieder ein bisschen mitnehmen. Gut, gleich haben wir die ersten Steine fertig. Dann können wir mal mit Steinziegeln arbeiten. Das sieht bestimmt richtig cool aus. Ich bin noch am Überlegen. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir die Ecken nehmen. Ne? Die Ecken hier mit Steinziegeln hoch, das sieht, glaube ich, schon gut aus. Oder? Was meinst du? Die Ecken, ne? Mhm. Ja. Brauche jetzt natürlich, bis die da fertig sind. Na klar. Da können wir aber schon mal anfangen, die zweite Scheune zu bauen. Wir haben doch bestimmt genug Eichenholz, oder?
Wenn du sagst, du hast. Wir haben ein paar Eichenholzbretter, das sollte reichen. Können wir hier nochmal eine neue Scheune bauen? Vielleicht hier so angefangen. Bis hier. Das müsste doch passen, oder? Oder ist schon zu breit? Man kann doch hier, wo die Fackel ist, ist ja die Hälfte. Dass man in einem Teil, ich sag mal, Schweine hat oder so, ne? Und davor irgendwie so zwei. Also so zwei Mini-Dinger oder was? Die neue Rassenhaltung. Ja, oder wir machen das so. Vielleicht nicht ganz so groß, weil das soll ja hier noch ein bisschen geräumig sein. Und dann bis zur Burgmauer. Dass die Burgmauer im Prinzip die nächste Grenze darstellt, weißt du? Mhm. Dann haben wir hier einfach noch so eine zweite kleine Scheune. So. Und dann halt wieder mit dem Dach drauf und du mit deinem Gatter da. Mhm. Oder? Ja, machen wir. Gut. Dann muss ich aber hier ein paar von den Dingern hier machen. Sechzehn werden, glaube ich, nicht so viel reichen. Gut, das kriege ich noch nicht mal so hin, wie ich das will. Machen wir es jetzt mal so. Na. Brauchst du noch Bretter? Ja, wahrscheinlich schon. Soll ich denn ein paar Stufen machen? Na, warte, lass uns mal gucken. Wie wir hinkommen. Jetzt geht das hier wieder los. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch Stufen. Aber ich muss mal gerade gucken, wie viele. So viele dürften es ja eigentlich nicht sein. Oh, wie hoch muss ich denn jetzt das erste Dach machen? So glaube ich, ne? Ist das richtig? Ich habe jetzt mal 8 gemacht. Ja, das sollte reichen, na toll. Okay, also hier fehlt noch eine Stufe und hier oben fehlen halt noch die anderen. Und da oben dachte ich, dann machen wir einfach noch so einen halben drauf zum Deckeln. Oder? Ja. Warum hast du mir jetzt das weggenommen? Also runterspringen. Bist du genau hingekommen? Ja. Dann sind es 7, ne? 7 ist natürlich nicht so gut. Dann muss ich 12 nehmen. 6 wäre natürlich eine schönere Zahl, aber... 8? Wie 8? Ah, ist egal, ob es jetzt 8 oder 7 sind, interessiert mich eigentlich nicht. Da man immer 6 kriegt, aber es waren wirklich 8, ja. Hast du recht. Irgendwie sieht das so unfertig aus, ne? Weißt du, ich mein? Ja. Dadurch, dass da rechts jetzt die Steinmauer ist, sieht das irgendwie so unfertig aus. Ja, aber ich würde sagen, das lassen wir so. Da mussten sie halt an Holz sparen, ne?
Vielleicht so? Das sieht komisch aus, ne? Ja. Aber ich weiß, was dein Gedanke dahinter war. Wegen den Tieren, ne? Mit dem Zaun hinterher. Mhm. Tja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich verstehe, was du machen wolltest. Und ich verstehe auch, warum es nicht funktioniert hat. Aber wie könnte man das lösen? Nee, das sieht... Also die einzige Lösung, die mir da jetzt gerade einfällt, ist entweder ein Dreier- oder ein Einergang. Aber da könnte man theoretisch das so lassen, wie es jetzt ist. Und dann einfach nur hier unten eine Dreier mit Türen, weißt du? Machen. Mhm. Dass da eine Tür dran kommt. Nee, also, dass an allen dreien eine Tür dran kommt. Weißt du, wie ich meine? Ja. So wie hier, mit zweien wollten wir das ja machen. Können wir das ja dann hier mit dreien machen, weil die können ja nicht springen, die Tiere. Die sind ja doof. So, ich habe mir mal jetzt ein paar von den Steinen rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele brauchen wir denn da? Was meinst du denn? Mal eine Ladung? Bestimmt, ne? Bestimmt, ja. Aber es sieht gut aus. Es hat was. Guck mal, das hat direkt einen ganz anderen Stil, ne? Ja. Sieht direkt besser aus, ne? Ja. Wie machen wir das denn? Machen wir dann hier... Ach Gott. Ach Gott. Ich war gerade die ganze Zeit am überlegen, warum zum Henker kann ich hier diese blöden Steine nicht drauf bauen. Bis mir eingefallen ist, dass ja hier diese doofen Halben noch drauf sind. So, was wolltest du sagen? Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Müssen wir jetzt hier auch einen Dreier hinmachen. Ich sag jetzt einfach mal ja. Ich weiß nicht, wovon du gerade sprichst. Ja. Ah, ich glaube, wir müssten damit auskommen mit den restlichen Steinen. Hä? Warum häng ich denn jetzt hier in der Tür? Das müsste klappen. Wieder runter. Zap, zap, zap. Zack. Ey, das sieht echt gut aus. Ich komme jetzt mal hoch. Das hat echt jetzt Wachturmzüge. Da kommt er. Ja. Vorsicht. Ich bin mal gespannt, wie das von weiter hinten wirkt. Wenn wir unsere Festung so ein bisschen weiter ausgebaut haben. Sieht jetzt schon richtig geil aus. Ist krass, was wir alles gebaut haben in der kurzen Zeit. Ja, ne? Es kommt mir irgendwie so viel vor.
Dabei ist das noch gar nicht so viel, ne? Also von der Zeit her, was wir da geschafft haben. Was meinst du? So, hauen wir mal das letzte Eisenerz da noch rein. Ich hau da auch noch ein bisschen Kohle wieder rein. Das kann ja auch nicht schaden. Und unser Weizen wird auch. Ja, so langsam, ne? Sehr langsam. Ja, ich glaube, das ist, weil die nicht an der, einer frischen Luft sind, wollte ich gerade sagen. Stimmt, die sind halt total beschränkt in ihrem Wachstum. Meinst du wegen dem Stein da drüber? Mhm. Weil normal, wenn wir ja ein Feld gebaut haben, war ja alles frei. Weißt du? Ja, aber das hat doch trotzdem immer so lange gedauert, oder nicht? Also wenn ich bedenke, wie lange wir teilweise bei der Erntemaschine gespielt haben und es nicht einmal geschafft haben, dass wirklich alles mit Weizen belegt war,